Über diese Paparazzi schielen muss. Der Pro, dass wir halt eigentlich ab 500 Meter oder eigentlich ab 300 Meter erst in den eigentlichen Sportlerkontakt zu kommen. Dann kommen vom Sattelplatz in der letzten Runde da oben sind die ja noch ein bisschen mehr für sich. Ich muss sie einfach vorbeigehen. Also ich glaube, wenn man uns die Meldepferde angeschaut hat, sind wir eigentlich bei uns immer dem nachher auch uns zur Sicherheit natürlich auch weiter rüberholen, weil wir ja auch immer außerhalb der Strecke den Wurm abhaben. So dass ich kann, falls ich da dann halt sozusagen sowieso einer verplanschelt, sozusagen, wenn wir jetzt auf dem Start stehen, ist das natürlich 5 und 6. Und wenn man dann halt die Endstrecke. Das hier ist eigentlich. Genau. Ne? Genau. Und wenn du sie dann halt sozusagen entsprechend rüberholst, dann hätten wir Bahn 1 und Bahn 2 hat ja immer noch Helmut als entsprechenden Puffer für den Punkt. Genau. Ja? Okay. Helmut, ein weißes Hähnchen, kannst du schauen. Ich muss dir irgendwie zeigen, dass du ausgerichtet bist. Ja, oben meinte er am Start, aber ich glaube, er hat die Startanlage gemacht. Also ich habe es noch nicht angeguckt, was du da aufgebaut hast. Und jetzt vielleicht meine Nieren? Ja, aber ich würde halt auch sagen, genau. Also ich glaube, dadurch, dass es windig ist, ich weiß nicht, wie wir es machen wollen. Wollte ich es vielleicht so machen? Ich kenne auch den Flankensatz nicht, dass wir es doppelt nehmen, also sozusagen so ähnlich wie wir es in Ratzeburg gemacht haben, dass die rote Gruppe so lange wie noch nicht ausgerichtet ist und dann noch weiter. Na, lass mich mal kurz den Nils Alles eingerichtet, ja. Fast wie immer einer der ganz normalen Mithelfer. Grüß dich! Hermann! Genau. Wo hast du Putin-Kabinett angekommen? Aber ich glaube, die habe ich von Ferne. Von Ferne. Und dass wir auch want to turn or like this? Okay.
Neu?